Vielen Dank. Die Gegenrede hält Fritjof Schmidt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, der Bundesvorstandsantrag stellt schon eine Zäsur auch für die grüne Debatte hier dar. Er verbindet erstmalig eine Aufbauperspektive mit einer konkreten Abzugsperspektive und konkreten Daten. Und er schließt übrigens Truppenaufstockungen aus. Das nur vorweg. Er setzt konkrete Eckdaten, aber in einem flexiblen Rahmen, und das ist sehr vernünftig und sehr klug. Er sagt 2010, wir fordern von der Bundesregierung klar die Vorlage einer Abzugsperspektive im Jahr 2010 mit dem Zeithorizont der Wahlperiode der nächsten 4 Jahre, muss dann konkret der Abzug verhandelt und durchgeführt werden. Und Winnie Nachtwey hat es gesagt, jeder würde sich wünschen, dass in 2 Jahren über die Bühne gebracht werden könnte. Aber es geht nicht nur darum, was wir uns wünschen. Es geht auch darum, wie die Lage ist und was möglich ist und was durchsetzbar ist und was unser Konzept ist. Da gibt es 2 wichtige Punkte. Der erste wichtige Punkt, wir sind in einem internationalen Einsatz im Auftrag der Vereinten Nationen mit internationalen Partnern und es geht darum, gemeinsam eine Strategie zu finden, dort rauszugehen. Es geht darum, im internationalen Rahmen das zu verhandeln und auch durchzusetzen. Die Bundesregierung muss sich da positionieren und muss da anfangen, endlich Politik zu machen, die auf eine Lösung dieses Konfliktes abzielt. Das ist die entscheidende Frage. Nur wenn wir das damit verbinden, zu sagen, Freunde, als erstes sagen wir mal übrigens, zum 31.12.2011 sind wir weg, egal was ihr macht, dann ist das kontraproduktiv für eine solche Verhandlungsstrategie. Deswegen ist das kein guter Vorschlag, auch wenn er sympathisch ist. Und Winnie Nachtwey hat darauf hingewiesen, wir wissen alle, wie kompliziert es ist und wie viel Zeit es braucht, Polizei aufzubauen, Militärkräfte aufzubauen, in Verbindung mit dem zivilen Aufbau, dass dies mehr als 2 Jahre dauern kann. Und auch vor diesem Hintergrund zu sagen, naja, egal wie schnell dieser Prozess, den wir alle wollen und wünschen, jetzt vorangeht, übrigens Ende 2011, wir sind weg. Das kann nicht der Vorschlag sein, mit dem wir die Lösung auf dieser Ebene voranbringen. Das ist keine kluge Verhandlungsstrategie. Deswegen glaube ich, dieser Vorschlag führt nicht weiter. Und wenn es eine Lehre aus dem US-Abzug aus dem Irak gibt, dann die. Da gab es die Obama-Administration, die den klaren politischen Willen hatte, raus. Sie hat Daten gesetzt und sie hat fast keine dieser Daten, die sie sich selbst gesetzt hat, einhalten können, weil es immer komplizierter war, immer schwieriger war, als die Planer sich vorher ausgedacht haben. Und deswegen ist es klug, wenn der Bundesvorstand sagt, wir setzen konkrete Daten, aber wir setzen einen flexiblen Rahmen, in dem das stattfindet. Und das sollten wir nicht durch ein Termindiktat aushebeln, was im Kern nicht wirklich realistisch ist. Deswegen bitte ich euch, es tut mir leid, den Antrag der Grünen Jugend abzulehnen.